예, 안녕하세요. Guten Tag,김기덕입니다. hier김민혜 spricht영화제 Kim. Ich bin aus제가 Korea und ich최근에 freue mich요즘 sehr,제가 in München영화로 zu많이 sein.알려진 Und걸로 ich bin sehr알고 dankbar, dass viele Leute영화를 auch많이 meinen Film신청해 hier주셔서 durch저희 München,팀 ein감사드리고 International Film Festival, 앞으로도 angeschaut haben.영화를 Und ich많이 hoffe, dass보여주시기 der mein Film auch wieder바랍니다. andere Leute ansprechen kann. 그리고 지금 이번에 민헨 영화제에서 소개되는 제 영화 아리랑은 제가 저를 혼자서 찍은 영화입니다. 2010년 12월 달부터 2011년 1월 달까지 약두달 동안 찍은 영화이고 이 아리랑이란 Bei diesem영화는 Film geht es제가 um mich,영화를 also um ein15년 Selbstporträt.동안 15편을 Und만들면서 제가 während ich느낀 bis jetzt바를 15 한번 Jahre lang제가 so 15 그리고 Filme제 gedreht스스로 habe, und da habe ich einfach뭐라고 durch하고 diesen Film싶나라는 also eine어떤 Frage질문을 gestellt, was하는가 der영화입니다. Film heißt. Jetzt이제 ist ja die Zeit gekommen, wo fast 2011년 jeder,이미 also wo dann전 jeder세계 so einen Film영화계는 drehen kann. Also이제 wenn man so카메라 eine크지 kleine않아도 Kamera in어느 der정도 Hand영화를 hat.찍을 수 Und있는 ich wollte das기회가 einfach mal sagen,되었습니다. dass eben die Technik,그런 allein die의미에서 digitale이 Kamera영화 wirklich so역시도 weit entwickelt ist.제가 작은 Und das heißt, eine kleine, mit einer키안 kleinen카메라 Kamera einen가지고 Film gedreht, aber이 also영화를 bei einer großen찍었는데 Leinwand sieht man trotzdem, das ist eigentlich keinen so einen큰 상영관에 Qualitätsunterschied. Das상영을 heißt,해도 ich wollte einfach mal그렇게 zeigen, dass man wirklich디지털 einfach mal so영화로는 in der Lage sein문제가 kann,없는 걸로 also einen알고 Film zu있습니다. drehen, also wenn man이제 eine요즘 Idee ist. Also dafür braucht man nicht unbedingt so ein großartiges System oder große Ausrüstung.결국은 이제 Durch diesen Film habe ich 21세기는 gelernt, dass eben dieses Jahr, der Jahrhundert, also 21. Jahrhundert, gerade da die Zeit ist, in der man wirklich allein mit seiner Idee, ohne die großartige Ausrüstung oder System wie in Hollywood, einfach mal seine Idee gleich in die Realität versetzen kann. Und das ist die Idee zum Beispiel von dem Regisseur, ist es wichtiger als in seinen anderen Systemen und Ausrüstungen. Das wollte ich zum Beispiel zeigen. Und durch diesen Film eben habe ich wieder so eine tiefgründige Frage gestellt, was dein Film heißt. 예, 제 영화를 많이 봐주신 독일 관객들에게 감사드리고 Ich bedanke mich앞으로 좋은 영화 sehr,열심히 dass Sie mir만들겠습니다. meinen Film 감사합니다. angeschaut haben. Und vor allem hier in Deutschland, das ist das Land, das sagen wir, meine Filme wirklich so hochschätzen. Und ich bin wirklich sehr dankbar und ich freue mich, dass ich hier in München zu sein.